Oh, dann lassen wir das lieber. Ich habe andere sportliche Betätigungen. Die Prognosen für heute? Ja, sieht gut aus. Wobei, naja, ich bin jetzt auch Sprecher. Ich will da nicht schon vorher was holen, aber ich denke, schon gut was drin mit dem Podest. Ja, ja. Doch, denke mal. Ich fand, sie ist sehr gut gelaufen. Halt, die hat die Sprünge einfach nur gut, sehr gut gemacht. Die Kuretten könnten besser sein, aber war viel, viel besser als. Die war ja schon immer meine Konkurrentin. Die war immer ein Platz höher als ich. Also in Bitburg laufe ich ja gegen sie. Aber diesmal nicht, nein. Da macht ihr gar nicht, ne? Sowas gibt's nicht, weil es zu wenig Jungs sind. Ich habe jetzt schon Probleme, Gegner zu finden. Deswegen ist ja auch in Bitburg das gemacht worden, dass wir auch gegen Mädchen fahren. Wie ist das denn so unter deinen Kumpels in der Schule? Ist das verpönt? Oder sagen die, der Victor? Ja, zuerst lachen die drüber, aber dann, wenn die sehen, wenn die zum Beispiel Eisdisco gehen oder so, dass ich schon viel mehr drauf habe, also dass sie danach finden, das erstaunlich, aber sonst werde ich ja immer nur als Mr. Ballerina oder so genannt. Aber mir macht das nicht aus. Ich mag das einfach noch nicht. Solange es mir gefällt, ist alles okay. Jetzt geht es auch für Victor. Er startet vor seinem Konkurrenten Raphael. So ein Ausrutscher kann den Sieg kosten. Und Fahrer? Gut, super. Alles geklappt? Ja, geklappt. Ja, der ist gut gelaufen. Es war der Sitzbrett schön runtergegangen. Das hat im Training nicht immer so gut geklappt und die Sprünge waren auch super. Nein, schön, da wir runter ausgerutscht. Super. Die ganze Familie ist zur Stelle. Auch die Babuschka. Es ging nur halt dieser Ausrutscher. Dürfte eigentlich nicht sein. Und jetzt läuft dein Konkurrent ja aus. Der hat wieder dieselbe Musik und auch dieselbe Schritte. Ich hoffe aber, ich schaffe. Wenn der Axel nicht steht, dann schaffe ich den. Aber wenn er den steht, dann habe ich Probleme. Oh je. Da merkt man, er ist sehr gelenkig. Ich bin jetzt so gelenkig. Ja,
dieser Ausrutscher dürfte nicht passieren. Nicht schlimm. Ich komme ja gar nicht fahren. Bin ich mal gespannt. Voriges Jahr war der Unterschied noch größer, da war Viktor noch nicht so weit in seiner Technik. Aber dieses Jahr ist es sehr eng. Ich bin mal wirklich gespannt, wie er abschneidet. Der Raphael hat auch ein großes Selbstbewusstsein, was er rausträgt. Der ist noch so klein und unbekümmert und der Viktor, der denkt schon viel mehr nach. Ne? Raphael, wie war's? Gut. Ja, eigentlich gut. Ja, war toll. Ja, ein bisschen könnte ich noch besser machen, aber. Wie im Training eigentlich? Nee. Besser? Ja, im Training war es besser. Das war toll. Er war gerade krank, deswegen kann man dazu nichts sagen. Er hat jetzt ein paar Wochen gar nicht trainieren können. Er läuft sonst besser. Das Turnier geht weiter, aber bis zur endgültigen Entscheidung dauert es noch ein bisschen. Abwarten und Tee trinken. Die Stefanie ist sehr schön gelaufen, sehr ausdrucksstark. Das hat mich überrascht. Ich habe sie bei der letzten Landesmeisterschaft bei uns das letzte Mal gesehen, also sehr große Fortschritte gemacht. Für den Viktor gilt dasselbe. Der ist mehr sportlich orientiert, weniger künstlerisch. Daran muss er also noch eine Menge arbeiten. Wir haben ja auch hier im Verein jetzt in Dielingen nur den Viktor. Wenn ein paar mehr dabei wären, wäre auch der Anreiz größer, dass andere Jungs auch diese Sportart ergreifen. Es ist halt so, daran können wir nichts ändern. Wir können uns nur Mühe geben, Jungs in unseren Sport einzubeziehen. Meistens sind sie beim Hockey dann hier in Dillingen angekommen. Und der ein oder andere war auch hier im Kunstlauf gewesen. Auf Platz 1. Stefanie Leifheim. Schön, freut mich. Ich bin ganz stolz auf meine Tochter. Hat sich doch gelohnt. Also die Fahrerei und überhaupt die Zeit, die man investiert. Und für sie freut es mich halt. Ja, es ist schon ziemlich cool. Also jetzt erster Platz, das ist eine Motivation für Bitburg und für Trier nochmal. Und ja. An 2 belegt Viktor Posseins von der EZB. Bei den Herren reicht es für Viktor leider nur für den 2. Platz. So schlecht ist es nicht, weil ich habe trotzdem noch Hoffnungen. Wittburg kommt jetzt, also dann fahre ich gegen Steffi. Und ja, letztes Jahr war es ein Platz Unterschied. Also diesmal viel Training und halt viel Fun. Haben wir ein Motto? Nein! Brauchen wir ein Motto? Nein! Sind wir trotzdem eine geile Mannschaft? Ja! Ich habe unsere beiden Helden des Tages noch mal kurz bei mir, den Viktor und die Steffi. Normalerweise sagt man immer Ladies first, aber ich fange mit dem Viktor an. Viktor, du trägst ja den Namen Sieg Viktor schon in dir. Den hast du heute leider nicht geschafft. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich bin schwer enttäuscht, aber naja, es sind noch 4 andere Weltmeisterschaften und da heißt es einfach Daumen drücken und weiterfahren. Halt besser werden. Aber trotzdem Glückwunsch, auch wenn du nicht den ersten Platz erreicht hast, bist du trotzdem einer der Helden wie ihr. Und jetzt noch kurz zu der Steffi. Erster Platz, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich brauche eigentlich gar nicht dazu fragen, wie du dich fühlst, aber trotzdem, wie fühlst du dich jetzt? Also richtig gut. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil ich erstens die Konkurrenz nicht ganz gesehen habe, weil ich die Schuhe angezogen habe und ich bin richtig glücklich. Ja, das war's mit unseren beiden Helden wie ihr aus Dillingen. Und wenn ihr wissen möchtet, wo wir das nächste Mal sind mit unserem Kamerateam, mit Helden wie ihr, dann schaut doch einfach auf unsere Internetseite www.saatv.de. Tschüss! Wir sind die Sieger, wir die Verlierer. So spielt das Leben, es kann doch nur einen geben. Wir sind die Sieger, ihr die Verlierer. Doch auch nach dem Spiel bleiben wir fair und wir sind